herzlich willkommen bei der Geschäftsstelle von Traumz hier im sonnigen Lauterbrunnental. Es hat nach wie vor weisse Berge, frisch verschneit, aber doch im Talboden unten grünen es langsam. Ich möchte euch ein paar Sachen vorstellen. Wir haben neue Kleber bekommen. Die, die 1992 im EWR-Abstimmungskampf mitgemacht haben oder den erlebt haben, können sich noch erinnern an den berühmten Zangenkleber mit dem Zangenkleber. Gerät, das ja super einfach dargestellt hat, um was dass es geht bei diesem Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum, der ja nachher zum Glück abgelehnt worden ist in der Volksabstimmung. Wir haben den Kleber adaptiert, angepasst auf die aktuelle Situation. Wir haben hier eine zangenarme Teilkommission angeführt und einen Teilrichter. Das sind heute eigentlich die Kräfte, die auf die Schweiz wirken, wenn es geht um die Souveränität, die direkte Demokratie, Unabhängigkeit. Ihr seht, die Zange greift unsere Unabhängigkeit, unsere Souveränität, dargestellt mit der Helvetia und natürlich die Schweiz als Ganzes, als freiheitliches Land. Top aktuell ist die Diskussion um das zwischenzeit berühmte Rahmenabkommen, das man mit der EU abschließen will, oder INSTA, institutionelles Abkommen. Ihr seht im Hintergrund einen von unseren Banner, den man bei uns bestellen kann. Da gibt es jetzt auch einen Kleber davon. Und das zweite Sujet, das so als Banner gibt, Hauptschweiz, darum Nein zum Rahmenabkommen, ist bei uns gratis erhältlich. Die Fahne kann man bestellen für 25 Franken inklusive Versandkosten. Auf unserer Homepage www.auns.ca findet ihr die Angaben, dort könnt ihr es bestellen. Oder telefonisch 031 356 27 27 031 356 27 27. Ihr seht, ich habe so eine Warnweste an, das ist ein sogenanntes Gilet Rouge. Warum Rouge? Weil doch die Farbe Rot gehört nicht nur den Sozialisten, sondern es ist unsere Landesfarbe oder eine von unseren Landesfarben. Eben meins, das Schiele kann man auch bei uns kaufen für 19,80 Franken. Die könnt ihr überall tragen. Damit zeigt ihr, dass ihr Traumz-Mitglied seid. Und wenn ihr Traumz-Mitglied seid, ist ja der Fall klar, für was ihr seid. Ihr seid für eine souveräne, freiheitliche, unabhängige, direktdemokratische, neutrale Schweiz. Das könnt ihr bestellen auf der Homepage www.schiele-rouge.ca, 19,80 Franken inklusive für Versandkosten. Ein gutes Werbemittel, macht auch noch Sinn, wenn man es auf dem Melo hat oder wenn man irgendwo an einer Veranstaltung ist. Mir zeigt, für was dass man einsteht. Ich möchte noch einen Gedanken mitgeben, das Wochenende, also quasi ein Wort zum Sonntag. Wir reden ja immer die Schweiz im Sonderfall, dann wirft man uns vor, wir sind Chauvinisten und Nationalisten und weiss der Gucker was. Ja, das sind wir ein Sonderfall, wie andere Länder, andere Staaten mit ihren Geschichten, Kultur auch Sonderfall sind. Aber die Schweiz ist halt doch schon ohne speziellen Sonderfall. Möchte ich das anhand von ein paar Europakarten schnell ein bisschen darlegen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, in der Schulzeit hat man so einen historischen Weltatlas gehabt, den sogenannten Putzger. Also zu meiner Zeit, das ist jetzt auch schon weit über 30 Jahre her, hat er noch etwas anders ausgesehen. Aber nichtsdestotrotz ein interessantes Kartenwerk. Ich fange mal an mit einer Karte, die Europa um 1400 darstellt. Ihr seht jetzt vielleicht nicht alle Details genau, macht nichts. Ich wollte damit nur zeigen, was sich so da hat durch die Jahrhunderte. Ihr habt in der Mitte die Schweiz, also die Eidgenossenschaft ist sie angeschrieben. Und was haben wir ringsum? Wir haben Kaiserreich, Königreich, Fürstentümer, Herzogtümer, mit Kirchenstaaten. Also nie eine zweite Eidgenossenschaft hat es auch nie mehr gegeben. Wir machen unsere Reise weiter. So schnell das Buch aufschlagen dafür. Wir gehen ins Europa vom 16. Jahrhundert. Die Eidgenossenschaft ist ein bisschen gewachsen. Aber auch hier muss ich einfach wieder feststellen, Königreich, Kaiserreich, Fürstentümer, Herzogtümer, Kirchenstaaten. Wir gehen einen Schritt weiter. Wir gehen in die Zeit des 30-jährigen Krieges, das war im 17. Jahrhundert. Ihr seht hier unten die Schweiz und ringsum immer noch Königreich, Kaiserreich, Fürstentümer. Und in Deutschland oben, da seht ihr, da ist ein Keibengnusch. Das ist in dem Fall nicht föderale, demokratische Gliedstaaten, sondern es sind auch Herzogtümer, Fürstentümer.
Wir machen unsere Reise weiter. Wir gehen in Europa von der Zeit zwischen 1815, 1866, 1815, Wiener Kongress, Neutralität von der Schweiz anerkannt von der Mächte, der europäischen Grossmächte. Eine interessante Zeit auch für die Schweiz. Die Schweiz hat dort schon Probleme gehabt, die Franzosen sind einmarschiert. Man hat sich die Freiheit wieder erkämpfen müssen, aber zum Glück ist gelungen, dann nachher den Bundesstaat von 1848 zu gestalten. Auch hier das gleiche Bild, ihr seht hier unten die Schweiz und ringsum halt immer noch in Gottes Namen Königreich, Fürstentümer, Kaiserreich, Königreich Ungarn und. Wir gehen weiter, die Zeit vom Ersten Weltkrieg. Da hat es nicht nur noch Königreich und Kaiserreich, ich denke hier vor allem an Frankreich, aber wir haben natürlich Mächte, es entsteht Grossmächte. Und die Schweiz ist immer noch im gleichen Zustand, der weiße Fleck unversehrt, umgeben von Grossmächten, von autoritären Regimen. Wir gehen ins Zeitalter vom Zweiten Weltkrieg. Hier war es ganz drastisch gewesen. Die Schweiz, der weisse Fleck, unversehrt geblieben, dank der grossen Leistung der Aktivdienstgeneration. Wir hatten ein Nazi-Regime, das der Schweiz nicht gut gesehen war, weil die Nazis weder Freiheit für die Leute wollten, noch Demokratie, noch Neutralität. Und wir haben in Italien und im Süden haben wir Mussolini, der ja gewiss auch kein demokratisches System war. Wir gehen in die Neuzeit. Da hat sich in Europa viel getan. Zum Glück, die Demokratie hat sich durchgesetzt. Davon sagen die Bürgerinnen und Bürger haben Freiheit bekommen. Wir haben freiheitliche Systeme. Sagen wir es mal, Europa, Russland, kann man natürlich diskutieren. Gar nicht, gehen wir jetzt nicht darauf ein. Aber hier die Schweiz ist eigentlich immer noch unversehrt. Und sie gehört nicht zu diesem blauen Gebilde. Gut, Großbritannien in der Zwischenzeit auch nicht mehr. Aber es gehört nicht zu diesem Gebilde, Europäische Union, die halt in Gottes Namen nicht kompatibel ist mit einer direkten Demokratie, mit einer föderalen Organisation und mit unserer Vorstellung von Freiheit und politischer Mitsprache. Ihr seht anhand dieser kleinen historischen Reise, die Schweiz hat sich über Jahrhunderte einfach zu einem Sonderfall entwickelt. Sie ist immer ihren Werten treu geblieben und vor allem dem Gedanken der Freiheit. An dieser Linie nach hat sie sich entwickelt. Und zu dieser Freiheit wollen wir stehen, für das gibt es Downs, für das machen wir aktiv mit, setzen uns ein, zeigen uns, flaggen, ja, mit dem Gilet, macht mit, danke euch vielmals, wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.